Hallo und willkommen zurück, meine Freunde, zu unserem ersten Auftrag, den wir ja am Fahren sind. Wie gesagt, das Video bricht ja dann immer in der Mitte etwas ab, damit, wie gesagt, es weitergeht. Aber ich werde die auf jeden Fall richtig und vernünftig nummerieren, sodass ihr wirklich sehen könnt, wann es nahtlos weitergeht. Aber irgendwie sieht das so aus, als hätte ich gar kein Licht an. Jetzt habe ich Licht an, ne? Genau, upsala, da bin ich die ganze Zeit ohne Licht gefahren. Jetzt wird es mir auch im PDF angezeigt, hier auf meinem Tablet. Jetzt müssen wir die Kiste wieder abfangen. Ich habe jetzt hier die Automatik drin, das heißt ja, wir brauchen dann definitiv weniger Sprit, ne, wenn es vernünftig durchläuft. So, wir wollen ja ökonomisch und sparsam fahren, ne? Eco-mäßig. Ja, was es noch zu sagen gibt, ist diese Palaverlampe da oben. Ne? Ihr seht ja immer Spiele an, die haben denn, da kommt jetzt wieder einer, der hat die an da, ne? Dann leuchtet das so schön, dann blinkt das und alles. Das machen wir wirklich nur an, wenn wir A, Tieflader fahren oder B, wir definitiv schwere Fracht haben oder Schwerlasttransporter. Ansonsten bleibt unsere Palaverlampe aus. Wir fahren nach SDVO. Und ihr seht schon, hier ist richtig viel los, meine Freunde in Holland. Ich weiß nicht, wo die alle hinfahren. So, wir müssen jetzt hier abbremsen, auf jeden Fall, weil sonst kriegen wir ein Ticket. Ich muss runter auf die 80. Das nützt mir nichts, sonst gibt es hier richtig, richtig Ärger. Gerade in Holland, da blitzen die wegen dem Airport. Aber wir müssen jetzt sowieso hier rechts Richtung Amsterdam. Da sind wir schon viel, viel zu schnell. Da wäre beinahe, wäre es in die Hose gegangen. Ja, ist jetzt natürlich blöd, dass wir jetzt im Dingens gestartet sind, im Dunkeln. Aber was soll's. So, was ist hier los? 50. Okay, wir sind... Ah, erster Aufenthalt in Amsterdam. Das heißt, wir sind oder haben Amsterdam hier erreicht. Und ihr seht hier die verschiedenen Frachter und alles. Also die sind alle hier. Oh, ich sollte mal bremsen. Und ihr seht, alle sind sie hier, um Fracht abzubringen. Ich weiß nicht, müssen wir jetzt hier schon? Ja, hier, wir müssen hier links rein, ne? Dann sollten wir jetzt schauen, dass wir fahren. Der fährt natürlich bei Rot drüber, ist auch nicht schlecht. Aber wenn die Spieler zu viel Geld haben, das machen wir natürlich nicht, ne? Also definitiv nicht, weil das liegt mir fern und wie gesagt, wir möchten realistisch fahren. Fährt man in der Realität auch ein paar Mal über die rote Ampel, hat man ganz schnell keinen Führerschein mehr. Und deswegen werden wir das hier auch machen, ne? So, dann bremsen wir wieder ab. Dann kommen jetzt hier uns wieder andere entgegen. Alle, die die Ladung geladen haben, wer weiß, wo die hinfahren. So, den möchte ich nicht haben, den möchte ich haben. Genau, ich wollte rausschalten. Dann können wir uns mal den Actros anschauen, den wir gerade fahren. Ja, eigentlich nicht schlecht. Wir fahren einen 40-Fuß-Container. So, und er kommt von Norfood. Der war bestimmt in Skandinavien und bringt hier Zeug hin oder was. Der Matze 86. Ja, wir müssen schauen, dass wir das jetzt ganz schnell abliefern hier. So, ich kann mal so versuchen zu fahren, aber das ist bei mir immer so eine Sache. Und da fühle ich mich auch nicht wirklich wohl, wenn ich so fahre, ne? Muss ich ganz klar sagen. Aber nichtsdestotrotz, wir müssten jetzt eigentlich gleich da sein. Und dann kommt natürlich auch noch das Abparken, ne? So, wir fahren noch hier. Wir haben Vorfahrt, mein Freund. Ah, er fährt genau dahin, wo wir auch rein müssen. Das ist auch nicht schlecht. Auf den Höfen gibt es keine Kollision. Definitiv nicht. Aber wir sollten erstmal schauen, dass wir drauf kommen. Es wäre schön, wenn er mich jetzt mit reinlassen würde. So, wir sind auf jeden Fall um die Kurve schon mal rum. Und dort müssen wir jetzt absetzen. Natürlich muss er da jetzt auch seinen Hänger absetzen. Der andere muss seinen Hänger da absetzen. Da schauen wir uns jetzt mal an, das Elend, wie die Leute da wirklich einparken. In der Zeit würde ich sagen, machen wir definitiv nach STVO die Warnblinkanlage an. Beziehungsweise falsch. Man darf ja normalerweise nicht alleine zurücksetzen, ne?
Wisst ihr alle, ne? So, er kommt mit seinem MAN-Ler nicht rein, der Matze, irgendwie. Hat seine Probleme da. Aber wir sind auch noch nicht drin. Deswegen schauen wir uns das ganze Spiel mal an. So, Matze, guck, dass du da reinkommst. Also wir können jetzt durch ihn durchfahren, ohne dass uns was passiert. Das ist nicht schlecht. Aber ich muss schauen, dass ich jetzt nirgendwo vorfahre. So. So, ich hoffe nicht, dass ich jetzt den Zaun hier mitnehme. Aber der müsste eigentlich schon vorbei sein. Jetzt zahlt sich ja natürlich aus, dass wir früher auch mal gefahren sind. Und ihr seht es, wie geschmeidig man den da reindrücken kann. Ah, das war schon wieder fast ein Tick zu viel. Jetzt kommt natürlich das, was kacke ist, denn der Matze nimmt mir die Sicht. Nein, das will ich nicht. Das will ich nicht. Ich will dahin. Da der Matze immer noch nicht da drin ist, werde ich mir jetzt wirklich schauen, dass ich mir den Punkt hole. Denn wir kommen ja wahrscheinlich auch verspätet an. So. Das Piepen nervt ein wenig, aber das ist nun mal so. Ich muss den rumdrücken. So, und jetzt wieder zurück. Ich glaube, das war schon zu weit. Ich sehe nichts. Ah, wobei, wir kommen gerade. Wir kommen gerade. Das passt. Das passt, meine Freunde. Na, komm. Jetzt musst du doch anspringen nochmal. Warum springst du nicht an? Im Übrigen spiele ich mit realistischem Druckabfall. Das heißt, nein, so wie jetzt zum Beispiel. Jetzt hast du Scheiße gemacht. So, jetzt hängen wir erstmal ab und dann schauen wir mal, was wir bekommen haben. Wir sind verspätet, habe ich mir schon gedacht, weil wir jetzt gerade da gestanden haben. Und das müsste ich jetzt alles eintragen. Ich müsste jetzt erstmal einen Screenshot machen von dem, von dieser Tour hier. Das heißt also, das System macht jetzt einen Screenshot, damit der Disponent das denn später nachvollziehen kann. Wie gesagt, wir sind halt jetzt ein bisschen zu spät, um 7 Stunden, Dauer 15 Stunden. Ja gut, okay, da können wir nichts machen. Ich hoffe, wir haben trotzdem ein wenig Geld verdient, beziehungsweise haben wir unseren ersten Skillpunkt bekommen. Wir können uns schon mal überlegen, was wir wollen. Wollen wir direkt auf Ferntouren gehen oder möchten wir gerne Gefahrengut fahren? Das ist immer so eine Sache. Ich würde schon gerne Ferntouren bzw. erstmal ein ADR machen, ja. ADR ist wichtig und den machen wir, weil wir sind ja sowieso hier im Umkreis rum. Ja, aber meine Freunde, ihr seht's, wir haben unsere erste Tour definitiv gemeistert. Wir hatten eben 10.000, ja, wir haben jetzt 12.000, wir haben ein bisschen Geld gekriegt. Es dauert halt, bis wir jetzt unsere 100.000 oder was weiß ich was, wir können ja mal LKW kaufen. Beziehungsweise wir gehen mal dahin. Wollen wir wirklich zu Volvo-Händler? Ja, wollen wir. Und ich möchte ja diesen hier kaufen halt. Ne? So, und wenn man diesen jetzt zum Beispiel Ausführung ändert, geht es ja los. Können wir jetzt zum Beispiel hier, ihr seht, ich muss noch gewisse Level haben. Und die habe ich halt noch nicht. Und ja, verschiedene Chassis können wir nehmen. Und das ist ja das, was ich gesagt habe. Ne? Wenn man zum Beispiel jetzt so hat, man nur 4 Reifen hinten, dann sind die Betriebskosten natürlich viel, viel geringer, als würde ich mir jetzt hinten noch eine Achse ranpflastern. Ja, auch wenn es nur eine Liftachse ist. Und habe dann hinten nochmal 4 Reifen mehr. Ja, das heißt für mich mehr Kosten. Und da muss man überlegen, was man als Fahrer bzw. als Spediteur wirklich möchte. Im Grunde genommen können die Fahrer sich die LKWs aufrüsten, wie sie möchten, wenn sie die bezahlen halt. Hier der Kamerad fängt schon mit 420 PS an. Man könnte sogar schon die 460 PS kaufen. Da müssen wir uns überlegen, ob wir das schon direkt machen, wenn wir es freigeschaltet haben, ob wir es definitiv die 460 PS, weil 420 PS ist echt Unsinn.
Denn wir haben ja die anderen schon freigeschalten. Deswegen würde ich sagen, würden wir den Euro 6 schon direkt kaufen, denn wir wollen ja so oder so, realistisch halt spielen. Ne? Also wie gesagt, hier kann man auf jeden Fall definitive Dinge kaufen und das wird definitiv unser LKW. Ich sage mal, danke fürs Zusehen und in der nächsten Folge werden wir den nächsten Auftrag annehmen. Bis dahin, tschüss, ciao und bye bye.